So, was ist heute wieder Spannendes passiert? One Shot Wonder. Wir haben heute am Start Verena Kehrt. Die hat sich heute ein bisschen geäußert, ganz kurz. Dann war Ben Tewak in seinem Sexprozess wieder ein bisschen am Start. Und dann haben wir natürlich noch die große Grexit-Nervenschlacht. Alle anderen coolen Themen wie neue Produktvorstellungen von LG oder heftige Curved-Fernseher oder super coole neue Alben von AFOB und Sammy Deluxe lassen wir einfach mal außen vor. Ist ja sowieso nicht so wichtig. Deswegen jetzt Verena Kehrt. Also, die gute Moderatorin hat via Facebook gegen Mats Hummels und seine frisch gebackene Frau Katie Fischer geschossen. Wen interessiert denn sowas für dich? Also, nächstes Thema. Krasse Sache, Ben Tewak, 39, soll beim Fesselsex einer Frau das Jochbein gebrochen haben. Am Mittwoch ging es dann schon mal los, jetzt die nächste Runde. Das ist übrigens, wer es nicht weiß, der Sohn von Uschi Glas. Die Gude ist 71, Ben Tewak ist 39. Der Kleine hat jedenfalls wegen vorsätzlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung jetzt in die Anklagebank drücken müssen. Das Ganze wird in Berlin verhandelt. So, gute Frage. Was ist jetzt hier los bei Ben Tewak? Hat er jetzt jemanden gefesselt? Hat er jemanden gepeitscht? Was geht ab? War es eine Hure? War es keine Prostituierte? Man weiß das nicht so genau. Jedenfalls mein Tipp, Junge, du brauchst eine neue Frisur. So, großes Thema beim Grexit. Die Amerikaner mischen sich jetzt wieder ein. Was heißt, mischen sich jetzt wieder ein? Sie haben sich eigentlich relativ bedeckt gehalten, bis auf TTIP. Anderes Thema. Jedenfalls jetzt hat der US-Finanzminister Jack Lew eine Runde bei Tsipras angerufen, haben sie ein bisschen gequatscht und er soll wohl ein bisschen Druck gemacht haben, weil er warnt, generelle Unsicherheit für Europa, Weltwirtschaft, ist klar, würde ich an seiner Stelle auch machen. Ich kann die Griechen verstehen, die haben halt wenig Bock auf diese ganze Folternummer, das führe ich jetzt nicht weiter aus, da hat sowieso jeder seine eigene Meinung zu, aber meine Meinung, um das dann doch nochmal auf den Punkt zu bringen, Leute, Schuldenschnitt, lass sie neu anfangen, niedrige Rendite, Attacke.